Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Ja, wir haben letzte Folge unsere Gondeln gebaut. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir sind noch in der Testfahrt. Wenn sie durch sind, dann können wir sie einschalten und die Leute mal ein bisschen damit fahren lassen. Und dann können wir uns um weitere Ziele kümmern. Schauen wir mal. Jetzt kommt sie an. Und kann ich sie eröffnen? Kann ich sie eröffnen? Ich möchte sie bitte eröffnen. Eröffnet. So. Lassen wir mal laufen. Da können die Leute ein bisschen gucken. Hier oben können wir noch ein Gehege hinbauen. Das passt ja noch. Hier passt auch noch ein bisschen. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ziele. Ah. Okay, über die Bäume entkommen die. Das ist ja interessant. Ich hatte mich schon gewundert. So mindestens 8 Tierarten in Gehegen. Ein paar haben wir ja schon. Tierhandel haben wir jetzt noch irgendwelche. Strauß haben wir noch. Könnten wir hier oben noch so ein kleines Gehege für einen Strauß hinbauen? Gucken wir mal kurz, was die brauchen. Grad 2. Oh. Da können wir so einen Maschendrahtzaun nehmen hier. So. Einmal ein Gehegeeingang, dann ein Weg hier ran. So, hier können die Leute gucken. Das Gehege sollte hoffentlich ausreichen. Filterart, afrikanischer Strauß. Haben wir eine Wasserleitung, einmal Futterschüssel. Können wir ruhig eine große nehmen, ist egal. Bauen wir noch einen Sprinkler da ein. Sauberkeit eines Geheges. Okay, das machen wir gleich. Einrichtungen. Den hier einmal hier vor. Und dann müssen wir einmal die Tiere da reinpacken. So, dann gucken wir uns kurz an. Sauberkeit. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Mitarbeiter. Tierpfleger. Oh, wir haben nur 2. Zack. 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 Zoopfleger können wir auch nochmal 2, 3 Stück reinnehmen hier. Oh,
Und dann packen wir noch mal ein paar Mülleimer hier hin. Mal ein bisschen hier noch was verteilen. Zumindest ein bisschen hier noch Ordnung gehalten werden kann. So. Und dann wollen wir mal hier gucken. Der Strauß. Gelände. Er braucht mehr Gras, er braucht weniger Erde. Kurz und lang. Oh, und das Gehege ist zu klein, sehe ich gerade. Dann machen wir das erstmal. Machen wir das Ding erstmal ein bisschen größer hier. So, was sagt er jetzt? Immer noch zu wenig. Oh Mann. So, jetzt aber. Sehr schön. Jetzt gibt's Gras. Gras kurz und Gras lang. So. So, aus der Erde ist schon gut. Ein bisschen Sand muss noch weg. So, Gras kurz. Hat er genug? Gras lang? Ah, ein bisschen langes Gras hier rein. Ein bisschen Sand damit weg. So. Das passt doch schon mal. Umgebung. Alles gut. Lebensqualität, okay. Futterbeschaffung. Ja, gut, da kann ich im Moment noch nichts tun. Ja, ich weiß, es ist hungrig. Tierpfleger sollten jetzt eigentlich so langsam hier eintrudeln. Hoffe ich zumindest. Wir haben noch was vergessen. Die Spendenbuchse. So. Von oben sind die auch sichtbar, das ist sehr schön. Die Tickets sind sehr günstig, ja, das ist auch gut. So, vielleicht besser. So, was brauchen wir denn noch? Das Display muss ich noch einrichten. Auf den Strauß. So. Forschung abgeschlossen. Oh. Die ersten Tiere sind komplett durchgeforscht. Das heißt, wir können jetzt einmal darüber forschen.
Dann sollten die jetzt auch ja, langsam mal das kriegen, was sie haben wollen. So, das läuft alles, das läuft alles. So, jetzt haben wir eigentlich 5 Tiere von 8. Jetzt müssen wir mal in den Tierhandel gucken, auf den Tiermarkt. Was wir hier noch so bekommen können. Das Schuppentier, das haben wir doch schon. Glaube ich. Tiere. Ja, das Schuppentier haben wir schon. Wir können noch ein paar Bongos nehmen. Ein weiblich, ein männlich. Und dann können wir noch Erdferkel. Da sind nur männliche. Ach nee, da ist weiblich. Okay. 1, 2. Oh. Achso, aktualisieren. Gibt es jetzt noch Erdferkel? Bitte. Warte. Da. Erdferkel. Welches haben wir denn jetzt schon? Wir haben weibliches. Okay, das müssen wir erstmal alleine halten. Achso, und was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas holen. Büffel, Königstiger? Nashorn? Na, reicht auch nicht. Flamingos? Warzenschwein? Schimpanse? Dann nehmen wir halt noch 2 Warzenschweine dazu. So. Diesem Wetter jetzt hier. So, wir nehmen erstmal die beiden die Warzenschweinchen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Warzenschwein. 290 Quadratmeter und Grad 2. Sprich, da können wir auch wieder den Maschendrahtzaun benutzen. So. Gucken, ob wir hier noch mit dem Weg durchkommen. Da war gerade was, ja. So. Und dann müssten wir doch theoretisch hier noch so einen, genau, den noch hinbauen können. Damit haben wir das Gehege. Tierhandel, die beiden Warzenschweine kommen einmal hier rein. Dann machen wir schon mal Einrichtung, die Spendenbuchse. Die gute, einmal dahin. Einmal dahin. Und dann den Monitor. Und dann gucken wir mal, was die noch so wollen. Stark negativ.
So. Nichts mehr negativer Einfluss. So. Erledigt. So, kommen die jetzt mal hier, oder? Da sind sie doch. Aber, wie die da reinkommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.